Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe ein bisschen Zuschauerpost gesammelt und wollte euch das einfach mal in diesem Video zeigen. Das soll keineswegs dazu animieren, irgendwie mir irgendwas zukommen zu lassen. Gönnt euch bitte, bitte selber etwas von eurem hart verdienten eigenen Geld. Das finde ich so, so wichtig. Und schickt mir eine Karte, schreibt mir eine schöne Nachricht auf Instagram, abonniert den Kanal, liked meine Videos, kommentiert. Das ist eben das, was tatsächlich mir auch, das macht mich glücklich. Ne? Das reicht alles vollkommen, Leute. Ich darf meinen Traum leben dank euch. Und das ist nicht notwendig, was hier auf meinem Tisch gerade liegt. Auf gar keinen Fall. Also ich bin einfach super dankbar und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich dieses Video, wo ich euch auch zeige, was ich so bekommen habe. Und euch an meiner Freude einfach teilhaben lasse. So ist es, glaube ich, ganz gut gesagt. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst möchte ich euch gerne diesen wunderschönen Blumenstrauß zeigen, denn den habe ich von der wundervollen Katja geschickt bekommen. Ich habe mich so gefreut, als Blumen, wie hießen die? Richtig süß. Bloom and Wild vor der Tür stand. Und also als dieses Paket geliefert wurde, ne, das habe ich dann schön drapiert, in eine Blumenvase gegeben. Und ich habe da auch sehr, sehr lange Freude dran gehabt, weil ich das tatsächlich dann auch immer so mache, dass wenn die Blumen jeweils irgendwie verblühen oder so, dass ich dann immer so die Verblühten rausnehme und das dann immer so in kleinere Vasen mache. Ich glaube, ich hatte da 3 Wochen oder 4 Wochen sogar meine Freude dran, einfach weil ich da immer wieder das neu arrangiert habe und vielleicht dann auch mit irgendwelchen Sachen aus dem Garten zum Beispiel ergänzt habe. Also vielen, vielen Dank, liebe Katja. Das fand ich so süß. Sie hatte auch eine Karte dazu geschrieben. Liebe Claudi, vielen Dank. Vielen lieben Dank für dein tolles Päckchen. Ich habe mich riesig gefreut. Ganz liebe Grüße und eine Umarmung aus der Ferne sendet dir die liebe Katja. Knollemolle. Vielen, vielen Dank, liebe Katja. Das war richtig, richtig cool. Habe ich mich hart drüber gefreut und auch immer wieder und lange meine Freude dran gehabt, tatsächlich, immer wenn ich ihn gesehen habe. Und Julius hat auch das Wort Blume tatsächlich ein Stück weit dadurch gelernt, weil der stand auch bei uns dann auf dem Esstisch und er hat es gesehen und dann war das halt Blume. Ja, dann habe ich von der lieben Marion allerhand geschickt bekommen. Das ist eine Followerin, beziehungsweise ja, fast schon Freundin. Also wir schreiben super viel auch privat und sind auch sehr eng miteinander, was so manche Lebensereignisse, sage ich jetzt einfach mal so, angeht, ne? Und genau, da habe ich einmal hier von stoffundliebe.de im Auftrag von der lieben Marion von der lieben Judith etwas geschickt bekommen. Das hat sie nämlich in Auftrag gegeben. Wie geil sieht das bitte aus? Also wir haben gestern noch geschrieben, da hatte sie mir irgendwie ein Foto geschickt und da hatte sie eine Leggings an, da hatte ich das Paket aber noch nicht ausgepackt. Das ist halt auch aus diesem Stoff gewesen. Für Julius, wie süß ist bitte dieser kleine Hoodie? Und das ist einfach mit Sailor Moon. Richtig cool. Da wird Julius noch ein bisschen reinwachsen müssen, aber das ist nicht schlimm. Auch richtig schön warm von innen. Das heißt, diesen Herbst, Winter wird es wahrscheinlich sehr gut tragen können. Auch mit Eingriff. Auch das haben wir ihm letztens beigebracht, dass man tatsächlich, wenn man Taschen vorne drin hat, da auch Bälle zum Beispiel reinstecken kann. Und ja, hier sehen wir ganz viel Sailor Moon drauf. Ich finde es großartig. Ist auch ein richtig schöner Stoff. Dieses Lila mag ich gerne leiden und ich glaube, es wird mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn ich dann meinen kleinen Mann durch die Gegend laufen sehe. Denn seit gestern tatsächlich, wo ich dieses Video jetzt drehe, seit gestern kann er selber laufen. Ah, richtig geil. Hat er sich gedacht, ach, ne, jetzt so mit 17 Monaten fange ich mal an. Genau, dann haben wir hier noch eine passende Hose dazu, auch die richtig schön warm. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Und hier haben wir dann auch einen Anker drauf, das finde ich richtig süß. Der hat auch tatsächlich allerhand Kleidung, was so ein bisschen maritim angelehnt ist. Ne? Eine sehr, sehr coole Hose, die dann jetzt auch rege verwendet werden kann, sobald der halt da reinpasst. Also vielen, vielen Dank, liebe Marion. Und sie hatte mir dann auch noch mal ein Päckchen geschnürt. Ich hatte meinen Freund gebeten, das Ganze auch so aus den Kartons mal rauszunehmen und auch so zum Beispiel in so Taschen reinzupacken. Ne? Deswegen habe ich das jetzt hier ein bisschen kompakter stehen. Und da hat sie mir auch eine Karte beigelegt. Umgib dich mit Menschen, die deinen Wert kennen. Du brauchst nicht viele Menschen in deinem Leben, nur die richtigen, die dich dafür wertschätzen, dass du genauso bist, wie du bist. Und dafür bin ich dankbar. Danke, dass es dich gibt und dass uns das Schicksal zusammengebracht hat. Du bist wundervoll. Das ist eine richtig, richtig schöne Karte. Richtig cool. Dann hat sie mir ja noch ein bisschen was drauf geschrieben. Hallo meine Süße, eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit für euch, bevor ich in Reha fahre. Etwas für Julius, die süße Maus.
wird von Judith direkt gesendet. Ja, das habe ich tatsächlich jetzt hier auch schon gezeigt. Ne? Wow. Ich hoffe, euch geht es gut. Ein Knuddler an Julius und Sammy. Fühl dich ganz doll gedrückt. Alles Liebe von Marion und den Imperatoren. Schaut gerne bei ihr mal auf Instagram vorbei. Da postet sie auch immer allerhand witzigen Katzen-Content tatsächlich. Und ich als Hundelady finde es total witzig, wirklich. So, dann schauen wir mal. Ich habe hier was für meinen Mr. Bau. Leberwurstschnitte von Rinti Chico. Da wird er sich echt drüber freuen. Ich muss ja auch gleich irgendwie mal eine Ordnung schaffen. Dann habe ich hier auch noch was für Sammy, glaube ich. Nein, für mich. Better Homes Soft Cashmere Amber Fragranced Paper Scent Bursts. Aha, das brennt man dann so ab. Das ist ja interessant, das kenne ich noch gar nicht. Und ich mag gerne Raumdüfte, muss natürlich ein bisschen aufpassen mit Sammy und Julius, ne? Das ist immer so eine Sache. Dann habe ich hier so ein kleines Täschchen. Ich bin mir sehr sicher, dass Judith das auch entsprechend genäht hat. Sehr geil. Das ist so ein Säckchen, wo du deine ganzen Abschminkpads auch reinmachen kannst. Und hier habe ich auch so einen Waschlappen fürs Gesicht. Das ist richtig toll. Ich bin am Zittern, Leute, wirklich, weil ich bin extrem gerührt und versuche nicht zu weinen. Ja, genau. Hier habe ich diesen süßen Waschlappen. Sehr cool. Also sowohl für mich als auch für Julius eine ganz, ganz tolle Sache. Und dann auch ein Abschminkpad. Ich verwende ja super gerne diese wiederverwendbaren. Vielen, vielen Dank, liebe Marion. Hier habe ich auch was zum Naschen mit dabei. Und zwar ist es ein Fuchs. Das ist ja richtig süß. Dekorierte Vollmilchschokolade. Oh, das ist echt süß. Dankeschön. Für mich zum Naschen kann ich sehr gut gebrauchen. Ich brauche immer so ein bisschen Futter. Oh, guck mal. Hier habe ich ein Lesezeichen. Ja. Und wenn ich zum Lesen komme, dann ist es auch immer schön, wenn man schöne Lesezeichen dabei hat. Ich schreibe ja auch selber Bücher, ne? Da könnt ihr gerne im Pelletier-Verlag mal vorbeischauen. Da habe ich ja auch das ein oder andere veröffentlicht. Jetzt habe ich hier ein Lesezeichen. Das ist cool. Wow, was eine Schatzkiste, Marion. Dann habe ich hier Disney Classics Bambi, den Maxi-Blusher. Unheimlich süß. Ich glaube, das gilt jetzt auch als Full-Face-Beauty-Boxen, oder? Weil es war ja ursprünglich in der Box drin. Das ist ein Blush-Lighter mit, also, ist das ein Blush oder ist das ein Bronzer? Ich glaube, das ist ein sehr warmer Bronzer, den man aber gleichzeitig auch als Blush irgendwie verwenden kann. Mega cool. Dann habe ich Perlenmarkt hier noch was drin. Hast du mir Schmuck geschickt? Wow. Oha, ist das, oh ist die schön. Die muss ich erstmal auseinanderfusseln. Ich habe sie selber gerade ein bisschen verdreht. Die so drei verschiedene Längen hat. Oh, die ist richtig schön. Die mag ich gerne leiden. Das muss ich dann halt nur ein bisschen vernünftiger machen, ne? Das sieht richtig schön aus. Dankeschön. Das ist cool. Okay, weiter geht die Bilderreise. Toffifee darf nicht fehlen. White Chocolate, geil. Richtig geil. Die sind hammerlecker. Die werden wahrscheinlich, wenn das Video online geht, nicht mehr vorhanden sein, um ehrlich zu sein. Dann habe ich hier was drin für Sammy. Das ist cool, das kann er immer gut gebrauchen. Der hat mittlerweile auch ganz gut gelernt, dass er nicht an Julius Spielzeug dran geht. Das ist mit Knister hier unten, das ist super. Dann auch ein bisschen Tau mit dabei. Und ich glaube, hier drin ist ein Quietschi, genau. Richtig süß. Abgefahren. Was ist das für ein... Ist das ein Koi... Also ein Karpfen ist das quasi, ne? Oder ist... Nee... Eine Krabbe? Eine Krabbe ist das. Ja, hier hinten ist dann quasi der Krabbenschwanz. Ja, süß. Das ist ja geil. Isana 2-in-1 Duschschaum und Bodylotion mit Mandelöl und Pfirsichduft. Vielen, vielen Dank. Kann ich sehr gut gebrauchen. Und ich meine, dass Sarah Isabel den letztens auch schon mal leer gemacht hatte. Dann habe ich hier noch ein bisschen Naschi. Ein Chupa Chups für mich. Nom nom. Dann, oh, was haben wir denn hier? Von Sensi Sugar Scrub mit Appleberry. Wow. Oh mein Gott, ein Körperpeeling, Leute. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Richtig cool. Ich muss dran riechen. Ich rieche da nicht viel raus. Ich will es jetzt aber auch nicht aufmachen, weil ich habe noch ein großes von Asam in Anwendung. Ich rieche jetzt leider nichts raus, wie gesagt, aber mega. Vielen, vielen Dank. Ein Brocken. Und dann habe ich hier noch einen Duschschaum drin. Bubblegum. Die Duftrichtung kenne ich noch gar nicht. Von Bilou. Mega geil. Vielen, vielen Dank, liebe Marion. Du hast mir da echt Schätze geschenkt und die ganze Familie glücklich gemacht.
Als nächstes habe ich hier etwas von der lieben Pamela. Sie hatte mir geschrieben, nach einem Umzug wurde es bei mir im Bad ziemlich eng, sodass ich schon mehrere Dinge an Freunde und Bekannte abgegeben habe. Mir fehlt jetzt einfach der Stauraum. Und bevor ich noch weitere Sachen entsorgen muss, dachte ich mir, dass die Sachen im Päckchen bei dir besser aufgehoben sind. Vielleicht sind auch Produkte dabei, die im Tauschpaket von euch YouTuberinnen einen Abnehmer finden. Alles ist neu und unbenutzt. Für den Jepoda-Baum habe ich buchstäblich die Fassung verloren. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Spannend. Ach so, jetzt weiß ich, was sie meint. Ja, das ist nämlich ein Refill. Genau, und da habe ich auch noch die Fassung von, die ich jetzt aber tatsächlich letztens erst in ein Trash-Paket gegeben habe. Das heißt, da wird es dann wahrscheinlich auch mit dazukommen. Dann habe ich hier von Benecos die Body Lotion. Das ist mit Aloe Vera. Oh, sowas ist natürlich richtig schön, ne? Da muss ich einfach gucken. Eigentlich habe ich sehr, sehr viel Body Lotion, ob ich da trotzdem irgendwie die Möglichkeit finde. Von Alverde Naturkosmetik Pure Cream. Ist das ein Lippi? Ja, Elegant Feeling. Oh, wow. Genau so schaut der aus. Das ist so ein dunkler Beereton. Passt bei mir meistens leider eher weniger. Oh, der ist aber wunderschön, der Bullet, ne? Das sieht richtig hübsch aus. Der ist so geprägt. Dann habe ich hier eine Zahnpasta von Benecos. Jo. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Definitiv. Vielen Dank. Dann habe ich hier Ringelblume. Das ist ein Spray. Ein Deo-Spray, ah okay, von Grün, das ist tatsächlich auch etwas, was ich jetzt eher weniger verwende, weil wenn ich Deo verwende, was ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht täglich mache, dann tatsächlich wirklich nur etwas, was antitranspirantmäßig unterwegs ist. Oh, das kann ich aber schon gebrauchen. Von Baby Love habe ich die Ultra Sensitive reichhaltige Wundschutzcreme in so einer kleinen Größe. Das ist auf jeden Fall was Schönes für Julius, kann ich mir gut vorstellen. Dann habe ich hier auch von Benecos eine Handcreme. Handcremes habe ich mittlerweile wirklich sehr, sehr viele da. Da muss ich dann einfach auch mal schauen. Ich weiß nicht, das ist auch, glaube ich, Naturkosmetik. Da muss man ein bisschen aufpassen. Als nächstes gibt es hier noch eine Zahnpasta. Mensch! Ja, Zahnpasten haben wir doch ab und an mal ein bisschen viel, ne? Aber trotzdem, kann man trotzdem sehr gut gebrauchen. Und die Cosmic Drops, das ist von Madara ein Highlighter. Den habe ich, glaube ich, in der Variante von Silber quasi, Gold quasi da, so Champagner-mäßig, ne? Abgefahren. Ich kann euch aber nur empfehlen, dass wenn ihr irgendwie Produkte habt, die ihr wirklich gar nicht mehr braucht, die zu spenden. Gerade neue Produkte finden über eBay Kleinanzeigen oder über Kleinanzeigen echt immer gut Abnehmer. Bei uns auf jeden Fall, ne? Da freuen sich immer die Menschen im Umfeld drüber. Oder ja, bei benutzten Produkten ist es manchmal ein bisschen schwierig. Kann man trotzdem aber auch versuchen. Als nächstes hat die liebe Nicole mir was geschickt. Das sind zwei große Boxen. Muss ich mal gucken, ob ich da auch ein Kärtchen oder so zu finde. Hier liegt jetzt nichts auf. Da auch nicht. Vielleicht irgendwo verbuddelt. Muss ich mal schauen. Ist auf jeden Fall total abgefahren. Also von Ahava habe ich hier eine Smoothing Body Lotion mit Kale and Turmeric. Das ist, glaube ich, Kohl. Und Turmeric ist das nicht. Was ist Turmeric? Nochmal. Weiß ich gerade nicht. Hört sich auf jeden Fall sehr würzig an. Dann B-Oil, die Body Lotion mit 250 Millilitern. Wow, ganz ehrlich. Wow, gar keine Frage. Das Öl von denen mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier das Freiöl, Pflegeöl. Kann ich sehr gut gebrauchen, weil ich letztens Julius erst sein Babyöl gemopst habe. ein Fußbalsam von Eva Sieht. Da habe ich, glaube ich, auch noch zwei Backups von. Ist aber nicht schlimm, denn die Füße brauchen auch immer wieder Pflege, ne? Richtig cool. Noch ein Figuröl. Das hier ist jetzt von Freiöl. Also das Figuröl. Das andere war das Pflegeöl. Wird beides bei mir von Knie bis von Knie bis Hüfte genommen. Ole Henriksen habe ich hier ein Dewtopia 20% Acid Night Treatment. Das sagt mir jetzt so nichts. Interessant, 7 Milliliter habe ich hier drin. Ole Henriksen ist, glaube ich, eine relativ teure Marke. Ne? Sowas gibt es ja öfters auch mal in Adventskalendern oder so drin. Dann habe ich hier ein Bushy Brow Gel. Das kann ich in mein Full Face Beauty Box mal mit aufnehmen. Von Tibisi. Sagt mir gar nichts. Aber ich lerne ja auch sehr, sehr gerne mal neue Marken kennen. Auch sie hat mir von Alverde in der Farbe Elegant Feeling den Lipstick reingepackt, da habt ihr euch abgesprochen, das ist abgefahren.
Von Symbiosis habe ich hier das Rejuvenating Gentle Face Exfoliator mit Rose und Glykolsäure drin. Richtig, richtig cool. Das kann ich auf jeden Fall mal so ab Oktober ausprobieren, ob das was für mich ist. Ich meine, weiß ich nicht, war das auch in dieser Symbiosis Sonderedition von der Goodie Box mit drin? Dann habe ich von Giorgio Armani die Power Fabric Plus Ultra Longwear Weightless Foundation. Eine Matte Foundation kann ich auf jeden Fall mal ausprobieren drin. In der Shade 2. Interessant. Ich meine, dass ich die Shade 4 hatte und aussortiert habe, weil die mir viel zu dunkel war. Das hier könnte ja vielleicht klappen, ne? Dann habe ich von Tease den Desert Lush Sheer Lipstick drin. Ich kann mir vorstellen, in der Farbe Pink Sapphire, dass ich den noch habe. Muss ich aber mal gucken, denn ich habe ja auch allerhand Produkte aus Beautyboxen und so weiter, die man gar nicht aufbrauchen kann. Ja, genau den müsste ich noch haben. Ist ein abgefahrener Ton, aber ein sehr schöner Ton, muss ich sagen. Wenn man halt den entsprechenden Look dazu hat, ist das schon ziemlich cool. Lieblingsmensch von Kneipp, vielen, vielen Dank. Das finde ich sehr süß. Das ist dieses hier, Badekristalle. Ich habe ja eine Badewanne und wollte jetzt auch mal vermehrt baden gehen. Dann habe ich hier Augenpads drin von Yoti Marine Magic Glamour Glow and Glitter Edition. Das ist ja abgefahren, ja. Werde ich auf jeden Fall verwenden. Ich plane demnächst auch tatsächlich wieder so Oldschool-Videos zu machen, Leute. Ja, seid gespannt. Wahrscheinlich habt ihr das auch schon gesehen, dass ich allerhand Masken mir gekauft habe von Action, von DM, von Rossmann, dass ich da halt wirklich bezogen auf den jeweiligen Store dann auch mal so eine Maskentestwoche mache. Was nicht unbedingt heißt, dass ich dann auch wirklich jeden Tag eine Maske angewendet hatte, sondern dass ich dann 7 Masken in einem Video euch präsentiere. Hier haben wir auch eine Lippenmaske von Balea mit dabei. Sowas kann ich jetzt zum Beispiel nach, wie heute, ne, nach so einem Drehtag sehr gut gebrauchen. Vielen, vielen Dank. Wow, was ist das alles? Smoothing Body Exfoliant. Bumpy Skin, Very Dry Skin, Rough Skin. Richtig geil habe ich. Ingrown Hairs. Ameliorate haben wir hier. Genau, also normalerweise funktioniert das bei mir alles ja relativ gut mittlerweile, weil ich ja auch von Dalton da meinen Sensitive Care Gedönsen habe. Weiß nicht, ob aktuell auch Ocean-Cloudy für 25% Rabatt gilt, ne? Aber dass ich dann halt in meinem Unterstübchen halt keine eingewachsenen Härchen habe. Aber trotzdem, ab und an kann man sowas ganz gut gebrauchen. Und gerade jetzt Richtung Sommer, ich bin öfters im Garten, meine Knie sind aufgeratscht bis zum geht nicht mehr. Da kann man es ganz gut gebrauchen, wenn die Haut, wenn sie sich dann regeneriert, auch richtig wieder regeneriert. Sehr interessant. Von Ole Henriksen ist hier noch was drin. Wow, Banana Bright Face Primer mit Vitamin C. Ey, krass. 30 Milliliter sind hier drin. Ich zitter. Das ist ja abgefahren. Nicole, was schickst du mir hier? Wahnsinn. 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 Puh, ich habe hier gar keinen Zettel von dir drin gefunden. Ich bin ja hart auf der Suche. Nicht das... Oh. Sweet Feeling habe ich hier von Isana Augenpads drin. Auch das richtig cool. Ich verwende morgens immer Augenpads. Auch die kann ich gut gebrauchen von Disciple What Spot Dots. Das ist mit Salicylsäure. Ist dann eher was ich jetzt so abends verwenden würde. Oh, also über Nacht oder halt in dem Sinne auch eher so ab Oktober wieder, weil da kommt die Säure ins Spiel. Dann habe ich hier von Skin Bliss eine Handmaske. Nourishes and Moisturizes Your Hands. Da muss ich gestehen, bin ich nicht ganz so into it. Werde ich dann sehr wahrscheinlich weitergeben. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm, ne? Weil ich kann nicht alles behalten. Ich habe nur einen Körper, ne? Leute, ein Eistee Pfirsich habe ich hier von King's Crown. Da freue ich mich auch sehr drauf. Weil wir haben jetzt ja endlich auch wieder die Zeit, wo ich hier oben dann auch quasi Eistee trinke. Und das ist einfach super easy tatsächlich, dass du das einfach mit kaltem Wasser machst. Und ich habe hier immer ein Getränk stehen. Jetzt gerade aus einer Box habe ich mir meinen Cold Tea. Immer mal wieder zwischendurch was trinken, ne? Hier habe ich was krass eingepacktes. Ich glaube, das soll für meinen Mann sein. Also wir sind nicht verheiratet, ne? Nicht, dass jetzt irgendwelche Spekulationen aufkommen. Für meinen Freund. Nivea Men's Board. 24 Stunden Fresh Effect, Vitalisieren und Mineralien. Ein Duschgel. Das könnte ihm auf jeden Fall gefallen, wenn das jetzt nicht irgendwie was mit Minze oder so ist. Frische Pflegeduft 3 in 1 ist super. Kann er auf jeden Fall immer gut gebrauchen. Wobei der letztens Duschgel aussortiert hat und gesagt hat, er darf. Also ich habe jetzt quasi Duschgel-Kaufverbot für ihn. Von Ankerkraut. Kräuterklaus, eine Kräutertee-Mischung. Das ist interessant.
Dann noch was von Ankerkraut Cranberry Dream, eine Früchtetee-Mischung. Auch das finde ich richtig cool. Also ich wusste nicht, dass Ankerkraut sowas überhaupt hat. Dann von Pixie by Petra, das hatten wir letztens auch noch mal in der Box mit drin. Make-up Fixing Mist, das ist toll. Das habe ich aktuell auch sogar offen. Und ich meine, im nächsten Full-Face-Beauty-Boxen seht ihr das auch in Einsatz. Dann habe ich hier allerhand Duftproben mit dabei. Idol, das Yves Saint Laurent Libre. Mega cool. Das Idol Now, das kenne ich noch gar nicht. Sehr, sehr interessant. Mercedes-Benz Sign, ich glaube, das hat mein Stiefpapa. Das Cool Water hat mein Freund, aber nicht als Reborn. Wahnsinn. Von Yves Rocher habe ich hier noch Frozen Litchi. Richtig geil. Eine Handcreme. Ich habe genug Handcremes, aber Litchi, Leute. Frozen Litchi. Ich bin gerade, also ich glaube, ich brauche gleich eine Pause. Spice Infusion, das ist auch eine Handcreme. Das ist dann mit Gewürzen. Boah, was zu essen. Happy Frutties. Oh, lecker. Vielen, vielen Dank. Die werden sehr schnell vernichtet werden. Dann habe ich hier, ich glaube, was für Julius drin. Oh, ist das süß. Leute. Okay, also. Oh, ja, kann ich mir vorstellen, dass du die 86,92, das passt ihm, glaube ich, auch noch ganz gut. Das sind Haussocken und er läuft jetzt ja und dann kann das gar nicht so verkehrt sein, ne? Und die Pakete stehen hier auch schon teilweise Monate, also auch seit Winter. Dementsprechend war das da natürlich auch super. Aber jetzt, die Fliesen sind ja, also die Fußbodenheizung ist ja auch aus. Dementsprechend sind die Fliesen ja auch relativ frisch und wie süß. Ich finde die großartig. Und noch ein paar Söckchen sind hier auch mit dabei. Gebt euer Geld für eure Sachen aus. Wirklich gar keine Frage, Leute. Ne? Ich freue mich darüber wie Bolle. Aber gönnt euch was. Das ist mir so wichtig. Und für Sammy habe ich hier auch noch die Schmackos von Pedigree mit drin. Da wird er sich freuen. Der ist jetzt gerade mit meinem Freund unterwegs. Ne? Aber der wird die auf jeden Fall kriegen. Richtig, richtig cool. Also Nicole, vielen Dank. Das sind krasse Schätze, die du mir da geschickt hast. Wie gesagt, ich habe leider keinen Brief oder sowas von dir. Also ein Großteil davon wird auch an mir verwendet werden. Ein Teil davon muss ich dann leider weitergeben, weil das macht ja keinen Sinn, ne? Wenn ich es einfach horte. Das geht dann auch quasi in Verlosungen und so weiter, dass dann auch andere Leute davon profitieren können. Und ja, aber vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass du da an mich gedacht hast. Das ist unglaublich. Das ist richtig, richtig schön. So, dann habe ich hier von der wundervollen Karin aus Wien ein Paket bekommen. Da war tatsächlich auch etwas mit dabei, was wir schon gegessen haben. Und ich glaube, ich habe vorher kein Foto davon gemacht. War super, super lecker. Das war so eine Art süßes Brot, mehr oder weniger. Also mochte ich sehr, sehr gerne. Und sie hat mir einen sehr langen, sehr emotionalen und persönlichen Brief geschrieben, den ich hier nicht vorlesen möchte. Ich habe sie offenbar so ein bisschen auch inspiriert, auch wieder so Richtung Beauty zu gehen. Und das freut mich tatsächlich auch immer sehr, wenn ich euch einfach helfen kann, so ein bisschen mehr, einfach mehr abzuschalten. Es tut mir leid, aus dem Alltag zu entfliehen und vielleicht einfach so ein paar Momente für sich zu gönnen. Und ja, aus der Idee ist auch ein Stück weit der Kanal damals entstanden, vor 6 Jahren. Und es freut mich einfach zu lesen und macht mich so, so dankbar und glücklich, dass ich euch tatsächlich da auch einfach ein bisschen bei begleiten kann. So, genau. Nicht heulen, ich habe gleich noch Videos zu drehen. Was soll da denn hier, Claudi? Als erstes habe ich hier etwas, was meinen Freund sehr freuen wird. Und zwar sind das diese Casali Original Schokobananen. Ja, das ist schon so seins. Diese Gelee-Bananen oder wie auch immer sowas heißt, ne? Das ist, mag er, ich mag es gar nicht. Dann haben wir hier Sweeties drin. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal irgendwo gesehen. Die sind auch ganz lecker, ne? Das ist quasi mit Nüssen so eine, also ganz leckere Geschichte. Ich mag sowas ja total gerne. Dann haben wir das auch nochmal als Manja. Das ist dann mit Haselnuss und das ist mit Erdnuss. Sehr cool. Dann haben wir noch mehr Sweeties. Vielen, vielen Dank. Also verhungern werden wir safe nicht, was ich sehr gut finde. Also da denkt ihr immer gut an uns. Dann habe ich hier einen Günther den Kastenfrosch. Nein, der Frosch Ole ist das. Ey. Gebt das Geld bitte für euch aus, Leute, ganz ehrlich. Die lieben Sieben, das ist ein, ich weiß nicht, ist das ein Frosch für Julius? Ich glaube schon, ne? Der sieht sehr süß aus, fasst sich auch total toll an. Dieser Kordstoff, den mag ich sehr gerne. Und ja, ist niedlich. Da wird Julius sich freuen, denke ich mal. Da müssen wir ihm nur noch einen schönen Namen geben, wobei der heißt ja Ole, ne? Dann kann er das U auch mal ein bisschen mehr lernen. Dann habe ich hier noch mehr Naschis drin, nochmal diese Manjas. Ganz gut für zwischendurch mal. Oh, wie süß.
Da kann Julius die Welt entdecken. Eine Lupe. Ja, eine Lupe, wie cool. Und das ist auch ein Frosch. Finde ich sehr süß. Dann habe ich hier ein Zauberwürfel, Buchzitate. Oh, das finde ich cool. Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele. Mhm, das stimmt tatsächlich. Ich reise niemals ohne mein Tagebuch. Man sollte immer was Aufregendes zum Lesen bei sich haben. Safe. Richtig cool. Das Paradies habe ich mir immer als eine Art Bibliothek vorgestellt. Jo. Lesen, bis die Wimpern vor Müdigkeit leise klingen. Ja. Also sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Das ist... mag ich. Stelle ich mir gerne auf den Schreibtisch oder an den Schreibtisch. Ne? Das finde ich sehr schön. Das ist Herzenswärme. Dann habe ich hier Sportgummis von Egger. Sagt mir gar nichts. Der Fruchtgummi mit Ecken und Kanten. Sehr interessant. Ne? Muss dann mal ausprobiert werden. Das finde ich abgefahren. Da hat sie mir hier eine Tasche von S. Oliver reingepackt. Und Leute, ich war letztens ernsthaft auch auf der Suche. Also ich drehe das Video auch, bevor ich nach Kreta fliege. Nach einer schönen Handtasche, wo ich halt auch ordentlich was reinkriege. Weil wenn ich dann auch unterwegs bin, muss ich meine Vlogging-Kamera mit einpacken. Portemonnaie und sowas, alles kommt da auch mit rein. Und da kann ich halt nicht so eine Mini-Tasche gut gebrauchen. Und die sieht gut aus. Und vor allem ist die schön bunt. Das mag ich. Sei nicht immer wie der ganze Einheitsbrei schwarz-weiß, ne? Großartig. Finde ich klasse. Ist eine richtig schöne Tasche. Und ich habe da auch richtig viele Taschen drin. Oh, und ich habe da auch Servietten drin mit Bienen und Blumen. Sehr cool. Mag ich sehr gerne leiden. Kann man sehr gut gebrauchen jetzt, wenn auch so Geburtstage anstehen, Kaffeetafel und so weiter. Ne? Da ist noch mehr drin. Ach, du bist doch verrückt. Ich dachte, das wäre Füllmaterial. Ich wollte jetzt nur mal gucken, welche Taschen und so da drin sind, weil da habe ich hier zwei noch so Reinstecktaschen, dann zwei große separate Taschen, dann eine kleine hier auch noch mit dabei. Richtig, richtig cool. Da habe ich hier nämlich von Bikea Nutri-Intense die Rosenwasserkur. Finde ich sehr witzig, denn aktuell habe ich von Caro aus dem Tauschpaket auch diese Rosenwasserkur als 7-Tage-Kur in Anwendung. Die finde ich tatsächlich auch richtig gut. Dann habe ich hier noch von Und Gretel. Das ist nicht dein Ernst. Einmal habe ich hier Luxe Cream Eye Stick. Also haben wir hier einen Creme-Lidschatten, womit man dann wahrscheinlich auch sehr schnell und einfach auch so einen Alltagslook schminken kann. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Aber Und Gretel, kommen die wirklich aus... Aus... Echt? Aus Wien? Oh. Oh. So einer ist das. Die riechen immer so interessant, finde ich. Ne? Der hat auch Schimmer mit dabei, so ein Kupferton. Sieht total abgefahren aus. Ist die Farbe 1 Bronze. Noch was von Und Gretel. Ey, das ist doch Wahnsinn. Karin. Ein Liquid Eyeliner tinkt in der Farbe 1 Deepest Black. Sehr, sehr gut. Also ne, schwarze Eyeliner verwende ich halt auch super gerne. Und das ist einer zum Dippen. Der wird dann auch in meinem Full Face Beauty Boxen zu finden sein. Richtig, richtig cool. Boah, da muss ich mich auch gerade echt zusammenreißen, ne? Kann ich nicht anders sagen, denn hier habe ich auch noch was von Rodale mit dabei. Dragon's Blood Lip Mask, Hydrate and Tone. Also Lippenmasken kann ich wirklich, also, ne, wirklich gut gebrauchen, wenn ich jetzt halt Drehtage habe, Lippenprodukte auftrage, runternehme, hin, her, dies, das, Ananas, viel reden. Ne, Tralafitti, also vielen, 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 vielen Dank, Karin. Du bist ja richtig abgefahren. Also das ist ein Hammerpaket und ich bin sehr happy. Dankeschön. Und jetzt kommen wir zu einem Paket, was schon eine sehr, sehr weite Reise hinter sich hat, denn die liebe Emmy hatte das schon vor Monaten losgeschickt. Es ist verloren gegangen und so weiter. Ist dann irgendwann wieder aufgetaucht, zu ihr zurückgekommen. Und dann hat sie es auch nochmal neu verpackt und dann wieder an mich losgeschickt. Und es war ein riesiges Paket, Leute. Auch da gibt es sicherlich Produkte, die ich dann weitergeben werden muss, weil es ist so viel, Leute. Es ist im Prinzip meine komplette Pflegesammlung in der Masse halt. Ne? Das ist der Wahnsinn. Wir gehen jetzt einfach mal zusammen durch, gucken, was die liebe Emmy sich so überlegt hat. Und das ist eine unheimlich süße, wundervolle Frau. Die hat auch schon mal von mir einen Strauß Blumen geschickt bekommen, die mich immer gerne zu besonderen Anlässen auch überraschen möchte. Das hier war ursprünglich, glaube ich, mal so ein Paket, was zu Nikolaus geplant war. Und jetzt mache ich es quasi kurz nach Ostern auf. Auch geil, ne? Und da sind alle Handboxen drin gewesen und so weiter. Also wir gehen jetzt mal nach und nach durch. Als erstes habe ich von Fema Viva mit Milchsäure eine Intimcreme. Und Leute, das finde ich so klasse. Also die kann ich so gut gebrauchen. Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Die mochte ich auch ganz gerne. Dann habe ich von Pixi by Petra die Beautify Vitamin C Augenpads.
das ist der Wahnsinn. Die wollte ich mir schon so oft holen und habe immer gesagt, ach, die kosten halt so viel, ne? Also Emmy weiß das auch, das habe ich schon mehrfach gesagt. Gönn dir selber was. Das ist so wichtig, ne? Gönn dir und deiner Familie was. Und irgendwann, wenn ganz spät hinten dran, dann kannst du vielleicht mal an Claudi denken. Dann von Mario Badescu habe ich das Facial Spray mit Aloe, Adaptogen, Kokosnusswasser und so. Das ist halt so ein Toner quasi, auch sehr, sehr cool. Dann habe ich eine Augenbrauenmaske. Das ist abgefahren von Revolution. Das finde ich richtig abgefahren. Ich habe noch nie eine Augenbrauenmaske gemacht. Ich habe schon viel gemacht, aber das noch nicht. Wobei man oft auch auf Masken liest, ne? Die Augenpartie aussparen und auch die Augenbrauen aussparen. Kann ich eigentlich echt gut gebrauchen. Tatsächlich. Werden wir mal ausprobieren, ne? Dann habe ich von Jungglück hier ein BHA-Peeling mit drin. Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtig. Ich hatte von Jungglück nämlich das auch mal in der kleinen Variante. Fand ich okay. Ich greife tatsächlich lieber zu Dalton-Produkten, weil das einfach sehr gut mit meiner Haut auch funktioniert, ne? Dann habe ich hier das von Origins Mega Mushroom Relief and Resilience Soothing Treatment Lotion. Aufregend, 200 ml. Ich glaube, das ist eine Körperlotion, ne? Boah. Was ein cooles Verpackungsdesign. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Ich sag's dir. Wow. Dann habe ich hier nochmal Augenpads von Essence. Die Hydrogel Eye Patches. Das sind diese hier. Konnte sie nicht wissen. In der Zwischenzeit habe ich mir davon einen riesigen Backup angelegt. War nämlich mal irgendwann verfügbar. Und da habe ich zugeschlagen. Und dann von Judith Williams, Niacinamid Expert, ein Gesichtspeeling. Mit Niacinamid ist auch aufregend. Und AHA, okay, das ist dieses hier. Da bin ich immer etwas vorsichtiger, tatsächlich. Wie gesagt, da alles, was Säure angeht, habe ich einfach gemerkt, brauche ich etwas, was meine Haut auch sehr gut verträgt. Dann bin ich hier bei Hey Honey Uncover Detoxifying Matte Mask. Ich glaube, die habe ich schon mal gemacht. Ich glaube, die fand ich gut. dann habe ich von Dr. Pawpaw den Multipurpose Lip Mask. Hier, das ist so ein Multipurpose Balm, auch sehr, sehr cool. Dürfte ich sogar noch irgendwo in meinem Backup drin haben. Dann habe ich hier eine Gesichtsmaske von The Beauty Depth mit Mango und Maracuja-Öl für a healthy and even skin tone. Wird auf jeden Fall ausprobiert. Abgefahren. Kann ich mir im Frühling, Sommer auch wirklich gut vorstellen. Und von Mud Maske, die Melting Matte Cleansing Mask. Das ist so ein cooles Produkt, Leute. Wirklich, wenn ihr die mal irgendwo in der Box drin habt, verwendet die. Die ist großartig. Und zu guter Letzt befand sich hier noch von Carmex ein Lippenpflegestift drin. Das erinnert mich an meine Kindheit, ne? Da hatten wir diese Pöttchen oder an meine Jugend vielmehr. Und wir haben die geliebt. Das war echt, also die wurden gerockt. Dann kommen wir mal zur nächsten Box tatsächlich. Also das ist Hammer. Wow. Okay, von Charlotte Tilbury Pillow Talk Beautifying Eye Filter. Da habe ich einmal die Push-Up Lashes in der Originalgröße drin. Und den Pillow Talk Eyeliner. Das ist doch nicht wahr. Das ist ja unglaublich. Die Mascara ist wundervoll. Den Eyeliner kenne ich jetzt so noch nicht. Darf gerne in mein Fullface Beauty Boxen mitkommen, denn ich meine Pillow Talk Mascara ist jetzt mittlerweile halt auch schon mal wieder leer gegangen. Also die finde ich wirklich gut, ne? Die hatte ich in einer kleinen Größe immer mal wieder da. Hier ist tatsächlich von Pat McGrath was drin. Sending Major Love on this Legendary Anniversary Douglas. Okay, also da hat irgendwie Douglas zusammen was mitgemacht. Ich mag das noch gar nicht auspacken. Das sieht so abgefahren aus. Das ist hier der Lippenstift. Das ist doch nicht wahr. Mhm. Na, schon krass. Wow, okay, weiter geht die wilde Reise. MAC, hier habe ich eine meiner Lieblingsmascaras, die MAC Stack mit drin, dann ein Lip Liner und ein Lippenstift, das ist dieses Set hier. Ich kann das jetzt nicht alles auspacken und ne, das mache ich in Ruhe, das mache ich in Ruhe für mich tatsächlich, Leute, das ist ja abgefahren. Ich zeige euch das jetzt trotzdem so, ne, aber die einzelne, also das ist ja Wahnsinn, Anastasia Beverly Hills, ein Lippenstift und ein Lip Liner sind hier drin in der Farbe Peach Butt und Sunbaked. Wunderschöne Farben. Wunderschöne Farben. Ich habe einen Anastasia Beverly Hills Lippenstift in Türkis, aber noch nicht in einer normalen Farbe, um das mal so zu sagen. Urban Decay. Das ist die Prince Eyeshadow Palette. Das
ist, glaube ich, irgendwie zu seinem Geburtstag oder zu irgendeinem besonderen Ereignis von ihm sind diese Paletten rausgekommen, ne? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Danke. 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 Danke ist glaube ich, das, was das eins, also viel mehr kann ich nicht sagen. Das ist ja Hammer. Also. Oh ja. Dann haben wir hier noch drin Yves Saint Laurent. Das ist auch ein Set mit einem Lippenstift, einem Kajal und einer Mascara. Und von Ofra habe ich hier noch was drin. Blush Stripes Illuminating. Wow. Richtig. Ist ein Highlighter, Claudi. Richtig abgefahren. Wow. Sowas haut mich immer von den Socken. Ich kann es nicht anders sagen. Das habe ich auch deswegen. Ich habe schon, ey, lange vor mir hergeschoben, euch dann auch das Paket zu zeigen. Nicht, weil ich mich nicht bedanken wollte oder sowas, sondern weil ich einfach nicht irgendwie was Negatives verursachen wollte, um das mal so zu sagen. Weil das lese ich halt auch immer wieder bei Kolleginnen. Das möchte ich halt nicht, ne? Das ist schwierig. Okay, aber ich freue mich wie Bolle darüber. Das ist einfach abgefahren. Pat McGrath Labs Crimson Couture Lip Kit. Das ist ein Lipstick in der Farbe 456. Elson 5. Okay, Lip Pencil 312. Bloodlust. Das sieht auch so wunderschön aus, ne? Diese Umverpackung, die sind einfach so abgefahren. Das ist hier noch zugeklebt. Wie gesagt, das packe ich in Ruhe aus. Mache euch da. Das eine oder andere findet ihr dann auch immer wieder bei den Full Face Beauty Boxen. Was ist das denn, ey? Extreme Precision Eye Duo. Achso, von Pat McGrath Labs. Auch hier wieder ein Eyeliner und eine Mascara. Puh, so, dann habe ich hier noch Too Faced. Richtig cool. Die Shadow Endurance, die wollte ich mir letztens auch mal kaufen. Also quasi die neue Lidschattenbasis oder in der neu formulierten und neuen Verpackung von Too Faced. Christmas Vacations Must-Haves, das ist die Better Than Sex Mascara Lip Injection, ein Scrunchie und die Shadow Endurance in so einem Set mit drin. Wie süß. Okay, dann habe ich hier noch einen wunderschönen Blush von Catrice. Die Blushbox Glowing und Multicolor. It's Wine O'Clock. Ich glaube, den habe ich noch. Bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Da muss ich dann nochmal schauen. Dann habe ich hier von Becca. Becca Ignite. Liquefied Light Highlighter in der Farbe Passion. Das ist dieser hier. Wow, das ist ein Schatz, Leute. For Face and Body. Richtig cool. Whitney Houston, ein Lipstick, Cream Sheen Lipstick. Nippies Moody Nude. Whitney Houston mit MAC zusammen. Da gab es auch eine Kooperation, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Krass. Oh, das sieht ja richtig abgefahren aus. Wie cool. Oh, und was eine schöne Farbe, oder? Wunderschön. Dann haben wir hier von Gorge Lash Lift Mascara Extreme Black. Das ist diese hier. Die kenne ich auch noch nicht. Also von Gorge hatten wir schon das ein oder andere Produkt mal so in Boxen drin enthalten, ne? Aber diese Mascara, die kenne ich jetzt so noch gar nicht. Finde ich sehr interessant. Brush in Cap. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann, den habe ich aber selber noch, den Easy Wash Off von Glam & Doll. Das ist ein Eyeliner. Das ist dieser hier. Den kann man halt einfach runterwaschen. Aber der hält halt trotzdem richtig krass. Das Gimme Brow Plus von Benefit in der Farbnuance 3 haben wir hier mit dabei. Ja, genau. Mit Farbe ist das quasi. Und gleichzeitig macht er auch Halt. Dann habe ich hier von Estée Lauder in der Farbe 120 Pure Color Love Lipstick. Oh, Pure Color Love Rose Excess. Okay. Oi, ist der schön. Das ist so edel, ne? So krass. Danke. Einfach danke. Abgefahren. Was man hier, also, was ich einfach hier für Schätze drin habe. Dann habe ich hier die Jasmine Cleansing Cloths. Das sind so Abschminktücher. Die verwende ich ganz gerne, um Swatches zum Beispiel zu entfernen, was eigentlich ein Frevel ist.
wenn man halt so was Teures verwendet, aber ich verwende es halt nicht zum Abschminken selber. Von e.l.f. habe ich die Good Vibes Only Lidschattenpalette hier drin, das ist ganz süß. Die hatte ich selber schon mal da. Ich meine, dass ich die, entweder habe ich die noch oder ich habe die nicht mehr. Ich hatte sie auf jeden Fall schon mal. Da muss ich nochmal gucken gehen. Dann habe ich hier noch einen Lipstick von diesen Pure Color Love Dingern von Estee Lauder in der Farbe 220. Shock and Ave. Uiuiui, der ist ja richtig pink. Das ist wirklich pink, pink, pink. Wie geil. Das, zu gewissen Looks ist das richtig geil. Das ist Hammer. Und dann habe ich hier noch die Yves Saint Laurent Culture Color Clutch. Das ist eine Lidschattenpalette von Yves Saint Laurent. Ich habe so eine ganz kleine davon, auch mal für einen Look verwendet, so, ne? Ein ganz teures Make-up, und hier habe ich einfach die in riesig groß. Und sie ist bunt, wie schön. Oh, wie geil. Dankeschön. Hammer. So, ich habe mich jetzt hier mal ein bisschen gesammelt und ein bisschen aufgeräumt, und jetzt machen wir weiter. Denn es geht weiter. Ich habe hier noch, also Emmy ist wirklich dermaßen eskaliert. Das ist unglaublich. Sie hat mir hier noch eine Box gepackt, wo ganz, 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 ganz viele Invisibobbles drin sind. Wow. Ich habe letztens hier erst meinen Badezimmerschrank aufgeräumt und da auch ganz, ganz viele noch wieder drin gefunden. Dann ein Bye-Bye-Baby hier. Ich weigere mich. Bin ich ehrlich. Ja, hier steht manchmal ein bisschen was ab und es sieht auch manchmal alles ein bisschen wild aus, aber ich mag es eigentlich so, wie es ist. Dann habe ich hier von Joico K-Pack Hydrator Intense Treatment for Dry Damaged Hair. Das finde ich interessant. Scheint irgendwie sowas wie ein, ja, wie eine Haarmaske, wie eine Haarkur zu sein. Das werde ich mir mal genauer angucken. Dann habe ich hier noch ein Körperpeeling von Naobei, das Liveliness. Oh, ein Orangen-Body-Scrub. Das werde ich auch mal ausprobieren. Das kann so im Sommer, Frühling auch echt schön sein. Noch mehr Invisibubbles. Oh mein Gott. Dann alles Liebe, Sweet Love. Eine Handcreme von Primavera. Richtig, richtig süß. Dann habe ich hier noch sowas cool. Wie cool. Nature Box. Ich meine, dass ich sowas mal mit Avocado gesehen hatte. Sehr interessant auf jeden Fall. Kann man, also meine Haare können das sehr gut gebrauchen. Dann habe ich hier von Philip Kingsley den Elasti Styler. Multitasker for Hair Types. Das ist so ein 5-in-1 Treatment. Ach so, das ist ein Leave-In. Interessant, okay. Da sind hier noch mehr Invisibobbles drin. Wahnsinn. Dann habe ich hier noch eine Handcreme von L'Occitane. Sehr, sehr cool. Mit 20% Shea Butter drin. Die kann ich sehr gut gebrauchen. Also ich mache viel mit meinen Händen. Meine Hände, ich kann sie pflegen, so viel ich will. Sie sehen trotzdem echt gar nicht so schön aus, ne? Kokosnuss und Feige. Eine Haarmaske habe ich hier auch drin von Style Dry. Das ist diese hier. Da muss ich gucken. Aber eigentlich von Style Dry, dieses Kokosnuss mag ich in meinen Haaren. Noch eine Invisibobble-Packung. Wahnsinn, das sind 6 Invisibobble-Packungen. Das ist schon mal krass. Dann hat sie mich hier auch von Freiöl zweimal das Figuröl mit reingepackt. Ich glaube, ich habe oft genug erzählt, dass ich Julius auch schon sein Öl quasi mopse. Muss ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich hier, und die finde ich sehr gut, von Deodoc, die Intimate Wipes Violet Collection. Soll man normalerweise ja jetzt nicht so für den Alltag verwenden oder so, aber wenn ich jetzt so zum Arzt gehe zum Beispiel, ne, Frauenarzt oder so, dann verwende ich sowas eigentlich ganz gerne. Es ist einfach irgendwie so fürs Feeling eine ganz gute Geschichte. Oder wenn man unterwegs ist und sich einfach mal ein bisschen frisch fühlen möchte, gerade im Sommer. Das ist so abgefahren, ja. Und was ich jetzt so zwischendrin immer mache, da seht ihr ja eigentlich nur die Schnitte, ist, dass ich mir dann auch überall so Klebis drauf mache oder dass ich halt draufschreibe, von wem ich was habe. Dass, wenn ich das dann in Anwendung habe, auch immer schön an die Person denken kann, was ich einfach immer so schön finde. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt, man verbindet es ja auch dann mit der Person. Mich macht es tatsächlich gerade auch sehr dankbar, sehr ehrfürchtig. Und ich kenne auch tatsächlich keinen Job, wo es so viel Liebe von den Zuschauern, von dem Umfeld so gibt, ne? Wie halt der eines Content Creators. Ich meine, klar, natürlich auch Kritik, aber das hier ist einfach der Wahnsinn. Und jetzt kommen wir zu dem Part des Paketes, den ich eigentlich nur als Hardcore bezeichnen kann. Denn als ich gesehen habe, was mein Freund hier in diese Tasche gepackt hatte, die ich mir gerade hier hingelegt habe. Das ist unglaublich, Leute. Okay, also ich starte mit Prime
Metamoon, Metalunär, keine Ahnung, das ist irgendein Getränk, Nutrition Facts, keine Ahnung. Ein Kokosnusswasser ist es einfach, ne? Genau, kann ich mich hier oben hinstellen. Das kann ich dann gut beim Drehen auch immer zu mir nehmen. Dann habe ich hier noch ein bisschen Süßigkeiten am Start. Sour Patch Kids Peach. Wie süß ist das denn? Richtig cool. Dann habe ich hier einen Tassenkuchen, Schokino, wie süß. Ja, den muss ich mir definitiv demnächst mal machen. Habe ich auch wirklich Bock drauf. Einfach mal so zwischendurch, wenn man nicht so wirklich groß Zeit hat, irgendwie was zu kochen oder so. Dann habe ich hier Headbanger. Das ist ja auch witzig. Ah, die sind dann wohl ein bisschen sauer oder so vielleicht. Spicy Chew Bars. Bin ich sehr gespannt. Nee, die sind scharf. Oh. Dann habe ich hier etwas Pocky Cookies and Cream. Wie lecker sieht das bitte aus? Sieht so ein bisschen Oreo-mäßig aus, ne? Finde ich auch sehr spannend. Das ist auch cool. Ja, so viel zu der kulinarischen Geschichte. On that ass, Jack. In meiner Größe habe ich hier Socken drin. Was ist das? Wie witzig. Hä? Ich meine, ich liebe fancy Socken. Ich kenne tatsächlich dieses Spiel nicht oder so, wo das herkommt. Sieht ziemlich abgefahren aus. Dann habe ich hier ein Täschchen und da sind krasse Marken drin, Leute. Das sind, also, ich hatte diese Creme zum Beispiel schon mal in einem Adventskalender, die Moisturizing Cream von La Mer, ne? Mhm. Da ist ein Müh an Produkt drin, aber die ist sehr, sehr reichhaltig. Also da hast du auch lange was von. Ist wirklich gut, die Creme de la Mer leider. Ne? Das ist, würde ich mir aber niemals so nachkaufen. Ich weiß noch, als ich das Video dazu geschnitten hatte und dann den Preis rausgesucht habe und mein Freund dann sagte, was zur Hölle ist das denn? Das ist doch total übertrieben. Ja. Dann habe ich noch die Lancôme Advanced Unifique Night, eine Nachtcreme von Lancôme hier mit drin. Oh je mini. Ja, solche, ich versuche immer solche Marken nicht unbedingt zu verwenden, weil wenn ich die mag, dann habe ich ein Problem. Ne? Dann wird es teuer. Dann habe ich hier das Balance Me BHA Exfoliating Concentrate. Ja, das wird wahrscheinlich auch weiter wandern. Aber das darf ja auch, ne? Weil wie gesagt, ein Gesicht. Dann habe ich hier von Chanel zweimal was drin. Das ist ja Wahnsinn. Einmal Number One de Chanel, ein Serum und Hydra Beauty, eine Kamillenwassercreme. Interessant. Schaut so aus. Kann ich auf jeden Fall dann mal ausprobieren und euch dann auch in meinem Aufgebraucht-Video ein bisschen mehr dazu erzählen. Und dann habe ich noch ein Täschchen. Täschchen bewahre ich immer schön auf. Dann habe ich hier noch ein Täschchen. Ich glaube, da sind Masken oder sowas drin. Einmal habe ich hier die Steamies. Das sind diese Augenmasken. Die sind so angenehm, Leute. Also wenn ihr sowas auch mal irgendwie in der Box drin habt oder so, das beruhigt einfach total. Das kann man abends echt gut verwenden. Dann habe ich hier noch ein paar Pröbchen drin. Die Midnight Cream von L'Oreal habe ich hier drin. Die ein Elektrolyte-Fußbad von Biotine, auch sehr interessant. Dann von Dior allerhandproben. Capture Total, ein Serum. Und dann nochmal von Chanel die Hydra Beauty Micro Augencreme. Priming Pad. Aha, von Retrouvé Art Science Beauty. Da muss ich mir nochmal durchlesen, wofür das dann ist. Achso, das ist einfach wie ein Toner dann zu sehen. Cool. Dann habe ich hier noch drin ein oh, das kenne ich noch gar nicht. Das hautzarte Cremeöl-Peeling von Kneipp. Das ist dieses hier. Das kenne ich echt noch nicht. Das muss ausprobiert werden. Und das Coffee Scrub hier haben wir auch noch mal mit am Start. Ich sage immer, wenn ich das in der Hand habe von meinen Tern. Das fühlt sich ein bisschen an, als würde man sich einen Biomüll über den Körper machen, weil Kaffeebröt und so. Und hier habe ich jetzt was drin. Sie hatte mich darüber schon informiert ein bisschen. Das ist etwas richtig Krasses, Leute. Das ist so abgefahren. Sowas noch nie gesehen. Es ist von Sterntaufe etwas. Und das ist eine Sternurkunde. Und es wurde ein Stern, also dem Stern aus dem Sternbild Zwillinge mit dem wissenschaftlichen Daten HIP-ID 39424, dann halt die geografischen Längen und so weiter, wird von der Star Administration International am 24.12.2023 der Name Claudia Schatzi Julius Semi verliehen. Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben. Die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und die Augen der Kinder. Das ist so schön. So, so schön. Dann gibt es ja auch noch eine Sternkarte, wo das so drin ist.
Das ist unser Stern jetzt. Das heißt, den müssen wir dann demnächst mal suchen am Himmel. Das ist einfach, das wirkt nicht. Das ist total abgefahren. Das ist so cool. So unglaublich cool. Kann man nicht anders sagen. Werden wir uns einrahmen und dann ins, ja, in unseren Wohnraum halt auch hängen, ne? Ne? Das ist eine total abgefahrene Geschenkidee, Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Ich finde es so schön. Also, danke. Ich habe noch nie sowas gesehen. Wirklich. Finde ich so cool. Also, danke. Ja, und jetzt kommen wir auch wirklich zu dem Part. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht irgendwie zu sehr eskaliere innerlich. Ne? Versace Pour Femme Dylan Purple, ein Eau de Parfum mit 30 ml, hat sie mir einfach mit ins Paket gelegt. Ich hatte das als kleine Größe, als Miniatur auch so in Adventskalender und fand das auch so schön und habe dann aber auch gesagt, nee, also, ne, das, hier ist noch ein Klebi dran, der kann ab, das, ne, in diesen Miniaturgrößen, das ist halt nicht so mein Vibe, wenn, dann hole ich mir das mal so. Jetzt habe ich sie in Originalgröße, Leute. Das ist so edel, das ist so abgefahren. Wir wollen das mal sprühen. Hat was Blumiges mit dabei, auch ein bisschen so, doch, das ist ein ganz leichter Duft. Auch was Fruchtiges, ne? Ganz, ganz angenehm. Der passt zu mir, wie Poppes auf Eimer. Und das sieht so schön aus. Danke. Dann habe ich das CK Into You von Calvin Klein, 50 ml. Da weiß ich jetzt nicht, ist das ein Herrenduft? Weil sie hat mir auch was für meinen Freund hier mit reingepackt, Leute. Nee, das ist vorher, das ist für mich. Oh, Calvin Klein ist doch, glaube ich, eher so ein etwas sportlicherer Duft. Oh, sieht das schön aus. Ein ganz toller, abgefahrener Flakon. Wenn ich das jetzt zuallererst sehe, würde ich sagen, entweder hat das was Zitrisches oder irgendwas Vanilliges. Und draußen ist so richtig Sturmwarnung auch gerade. Ich spüre das mal hier rein, weil ich habe jetzt ja gerade das andere drauf. Das ist sportlich. Ein richtig schöner Alltagsduft. Sehr frisch, sehr, sehr angenehm. Also auch ein schöner Frühlingsduft, muss ich sagen. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ja, wie gesagt, für meinen Freund hat sie hier auch was reingepackt, ne? Einfach mal seinen Lieblingsduft, Boss Bottled. Alter Schwede. Alter Schwede. Mit dem Deo zusammen. Perfekt eigentlich, ne? Weil mein Freund ist ja auch so ein... Wenn ich ihn frage, was brauchst du, sagt er halt immer Deo, ne? Und das ist halt in so einer Geschenkverpackung hier drin. Drehen wir das mal hübsch, genau. So sieht das aus. Das ist so heftig. Also vielen, vielen, vielen Dank. Das ist auch so ein klassischer Männerduft, ne? Aber auch so wirklich sein Signature-Duft. Ich glaube, der wird vom Glauben abfallen, wenn ich ihm das gleich auch runtergebe. Wobei der es ja auch quasi schon beim hier Packen so in den Händen gehalten hat. Aber da hat er, glaube ich, nicht groß drüber nachgedacht, was er da gerade in den Händen hält. Dann habe ich hier von Lancôme noch etwas drin. Und hier ist auch noch... Ey, das ist so heftig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe hier das La Vie Belle in der Originalgröße drin. Und das La Vie... Das Geschichte... Ich hatte damals auch das La Vie Belle. Dann habe ich da aber in der Schwangerschaft richtig Kopfschmerzen von bekommen und habe meins auch weitergegeben an eine Freundin. Dann hatte ich das in einem Adventskalender oder so, in so einer länglichen Pipettengeschichte auch wieder drin. Und ist mir dann aber irgendwann, als ich das unten auch im Badezimmer stehen hatte, runtergefallen. Also unser Bad und unser, ne, da unten hat alles sehr lange nach La Vie Belle gerochen. Aber ich hatte den Duft halt nicht mehr und jetzt habe ich ihn wieder hier. Das ist so cool. So krass. Ich kann es, also... Ich kann es nicht fassen, wirklich, dass mir sowas zuteil wird, dass ich einfach, warum auch immer, das bekomme. Und das ist ein ganz, ganz toller, klassischer Duft, den ich persönlich auch sehr gerne trage. Also, danke. Mit dabei haben wir ja auch noch das Advanced Jeunifique Concentré de Jeunesse. Das ist das jugendlichkeitsaktivierende Konzentrat von Lancôme. Und auch eine Mascara, und zwar die Hypnose. Das ist die klassische, denke ich mal. Die Noir Intense, das ist diese hier. Also so viele Mascaras, wie ich hier jetzt auch von dir bekommen habe, ne? Danke. Zwei Klopper habe ich noch. Einmal ist das Celebrate Each Day as a New Beginning Set von Rituals.
So ein schönes Geschenkset. So ein schönes Geschenkset. Wirklich. Also, ich lasse das jetzt auch erstmal so schön und möchte das genießen, weil das sieht so schön aus, ne? Was haben wir denn da drin? Das kann ich euch ja bestimmt auch... Hier, genau. Hier ist es aufgeführt. Da haben wir einmal den Ritual of Sakura Duschschaum. Dann haben wir das Body Scrub, die Body Cream und eine Kerze. Das ist so schön. Also, das ist ein ganz, ganz tolles Set. Das werde ich auch mit Freude in Anwendung nehmen. Aber vorher mir so ein bisschen noch die Verpackung gönnen. Bin ich ehrlich. Weil das so schön aussieht. Emmy, du bist absolut verrückt. Wirklich. Und das in sehr positivem Sinne. Hier habe ich auch noch ein Estee Lauder Set drin. Das Enchanted Evening Set. Da sind Lidschattenpaletten drin, Lippenstifte, eine Mascara. Boah, eine Tasche. Wie krass. Eine wunderschöne Tasche. Das ist so eine richtige Pouch, ne? Richtig cool. So, da habe ich einmal drin die Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara von Estee Lauder. Eine schöne Mascara, die jetzt nicht extreme Wimpern macht, aber trotzdem sehr schön ist. Ne? Dann habe ich zwei Lippies hier drin in diesem wunderschönen Sternchen-Design hier vorne drauf. Das sieht extrem toll aus. Das sind Lippies, die meistens vom Design her auch extra für die Box so kreiert werden. Einmal 420 Rebellious Rose, da muss ich halt wirklich nochmal gucken. Weil ich hatte mir dann ja auch, ohne es zu wissen, dass sie mir das schon irgendwie schicken wollte, so ein Estee Lauder Blockbuster-Set gekauft. Ne? Nicht, dass ich die jetzt irgendwie doppelt habe, da muss ich dann mal gucken. Ne? Und dann in der Farbnuance 333 Persuasive, also überzeugend. Das ist auch ein sehr schöner Ton. Und dieser, bei beiden Lippies ist der Bullet halt auch so richtig mit Sternchen und so. Ne? Das ist sehr, sehr schön gemacht. Das ist abgefahren. Und bei den Estee Lauder Lippies finde ich das richtig cool. Du kannst die Umverpackung immer als Spiegel für zwischendurch so verwenden. Ne? Das nur als kleiner Tipp am Rande. Und jetzt habe ich hier eine Lidschattenpalette. Die ist ja auch vorne drauf abgebildet. Das ist die Instant Intense Eyeshadow Palette. Irgendwie. Da sind zwei Sternbilder drin. Und da sehen wir die Farben. Da haben wir was Grünliches mit dabei, auch ein bisschen was Moviges, was ich auch sehr schön in Kombination finde. Ne? Also ich glaube schon, dass man damit auch was richtig Tolles schminken kann. Wir haben hier ausschließlich schimmernde Töne. Das heißt, da muss man dann ein bisschen mit matten Tönen unterstützen. Das habe ich heute aber auch zum Beispiel gemacht, dass du dir dann ein bisschen Bronzer in die Lidfalte gibst oder so. Ne? Wunder, wunderschön. Und damit schließe ich auch dieses endkrasse Video. Vielen, vielen Dank. Also das ist, es ist alles einfach so krass. Ich kann das gar nicht fassen und ich finde es auch einfach heftig und es ist nicht selbstverständlich und ich werde auch sehr, sehr kleinlaut dabei. Ne? Das merkt ihr auch. Danke. Es ist überwältigend. Ich werde jetzt mich hinsetzen, so ein bisschen die Sachen dann auch in meine Sammlung einsortieren. Ihr werdet dann auch natürlich das ein oder andere in Aufgebraucht-Videos sehen oder in Schminkvideos im Einsatz sehen, ne? Und ich hoffe, dass ich irgendwie dem Ganzen noch irgendwie gerecht werden kann, weil sowas ist natürlich auch ein kleiner Druck, ne? Wenn, dann musst du auch richtig jetzt hier performen. Da musst du aber auch gute Videos bringen. Ihr Lieben, gönnt euch selber was Schönes, gönnt euch irgendwas. Ne, dass ihr euer eigenes selbstverdientes Geld für Dinge ausgibt, die euch persönlich glücklich machen, die euer Umfeld glücklich machen. Und das kann ich eigentlich nur mit auf den Weg geben. Und ja, dann beende ich dieses Video jetzt einfach mal. Mein Herz schlägt mir wirklich bis an die Ohren gerade. Ihr Lieben, wenn es euch hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Danke, danke, danke an euch alle, also wirklich, dass ihr da seid. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.